Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Konfis, ich freue mich, dass wir heute hier unseren Vorstellungsgottesdienst feiern können. Zusammen mit Sabine Kampmann am Beginn einer Konfirmandenzeit, die sehr verheißungsvoll aussieht. Also, ich bin der Sabine Stenzel und in meiner Freizeit höre ich gerne Musik. Ich bin Jana Richard und ich gehe gerne spazieren. Ich bin Jens Gambo und ich gehe gerne los. Ich heiße Pauline Schäfer und lese gerne. Ich bin die Jennifer Habermel und ich spiele sehr gerne Tischtennis und lese sehr gerne. Ich bin die Jana und ich bin gerne mit Hause. Hallo, ich bin Chiara Böbel und ich liebe die Musik und ich liebe das Reisen. Ich bin Clara Längermann und in meiner Freizeit mache ich sehr gerne mit Freunden. Ich bin Sophia Humburg und ich lese gerne. Ich bin Felix Sprunger und ich spiele gerne Schlagzeug. Hallo, ich bin Andreas Schmidt und ich fahre gerne Fahrrad. Ich bin Dessen Henkel und spiele Fußball und Fahrrad vor Ort. Mich kennt sehr. Herzlich willkommen ins Flaschenreich. Schön, dass ihr da seid, und ihr werdet der erste Kurs sein, der dann vielleicht auch noch eine Zeit kommt, wo kein Lebens mehr da ist. Das hoffe ich jedenfalls. Jetzt freut euch, denn Gott kennt euren Namen. Jeden einzelnen von uns hat er lieb. Fragt nur nach ihm und lernt ihn kennen. Gott ist gut für euch. Lasst euch überraschen. Gott ist die gute Macht für uns. Er liebt uns Menschen sehr. Er zeigt uns den Weg, und wir können ihm vertrauen. Wir kommen zu ihm mit allem, was unser Herz beschwert. Gott ist freundlich und seine Gnade ist grenzenlos. Er zeigt uns, was im Leben wirklich zählt. Amen. Den Schöpfer des Himmels und der Erde und ein
Ihr Konfis selbst, auch wenn ihr jetzt vielleicht 12, 13 Jahre
Ihr seid auch schon durch viele Probleme gegangen und habt so manches in eurem Leben gemeistert und hattet vielleicht auch schon vor dem einen oder anderen richtig Angst. Und man kann es ja auch mit Angst zu tun kriegen in so einer Zeit, wie wir jetzt gerade sind. Aber ihr habt auch gemerkt, dass Menschen euch beistehen, dass Leute, die euch nicht alleine lassen. Und ihr habt es auch schon gemerkt, dass Menschen bei euch waren, die euch mitgetragen haben. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir bewahrt werden. Ich glaube auch ganz fest daran. Und das konnte ich auch in meinem Leben schon ganz deutlich spüren. Aus den tiefsten Tiefen. Meine Güte, da wird mich immer rausgeholt. Das ist toll. Und das bleibt als Erfahrung in meinem Herzen. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns auch heute erinnern an eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir bewahrt wurden. Dass wir auch heute wissen, wir lassen einander nicht allein in dieser Zeit. Wir sind für uns. Wir heilen einander und behüten einander. Ja, Gottes Wort ist so groß und ein Licht in der Nacht. Und es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. So soll es sein. So ist es. Amen. Gemeinsam rufen wir, oh Gott,
Thank you.